liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter. Die nächste Randale steht an. So viele dürften es eigentlich nicht mehr sein. So, sind scheinbar die zwei Mädels da, oder? Was nee, der ist das. Both offensive and at the same time curiously anodyne. Hey, what the fuck? I find your T-shirt more than a little offensive. If there's one thing I cannot stand, it's post-ironic hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Oh wait, oh fuck! Oh, run, fuck! You little fuck! What a prick! Ah, verdammt. Ich komme mich kaum verstecken, weil die alle auf mich geschossen haben. Ich habe kaum die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu machen gerade. Ich brauche dringend mal wieder eine Versteckung. So, ich muss jetzt hier gucken, was ich hier tue. So, der hat keine Chance gehabt. So, jetzt weiter. Wie brauchen wir überhaupt? Hipsters are dead. Ja. Alter, wie denn? Schau ich in die Wand, du Penner. So. Ich verliere so viel Zeit gerade durch das Suchen. Das ist nicht wahr, der braucht so lange mit dem Nachladen, dass er sich, nachdem er neben mir stand, quasi. Ja, fuck you, das schau ich nicht. Hau ab von mir! Ich hoffe, dass es 25 waren, dann habe ich es nicht geschafft. Jawohl, waren es. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet, wie viel es waren. Oh, Alter. So, die haben wir auch geschafft. Alle Randale sind jetzt freigeschaltet, wunderbar. Wir haben alles geschafft. So, schnappen wir uns mal die Karre von denen. Wunderbar, dann haben wir das auch geschafft. So, aber jetzt erfolgt es, werden wir zu früh, weil ich dachte, wir hätten keine Randale mehr. Aber scheinbar haben wir sie alle. Jawohl, wir haben alle Randale komplett durchgezogen. Puh, was für eine Mission, ey. Mary Ann, ja, das war die war irgendwas anderes. So, wunderbar. Wie viel haben wir denn gehabt? 1, 2, 3, 4. Fünf Randale waren das, okay. Wunderbar, dann haben wir die alle komplett durchgearbeitet. So, haben wir jetzt noch was von World Trevor, außer die beiden Nebenmissionen. Aber ich bin ehrlich, die Minuteman-Mission, die würde ich mir gerne mal angucken, auf jeden Fall. Sind aber, wie gesagt, ein paar Minuten Fahrt. Na gut, dann machen wir das so. Alter, kurz war eben einfach kurz bei Hipster rasiert.
Ah, der Heli, der taucht immer wieder auf. Okay. Der taucht immer mal wieder auf. This is a fine automobile. Wie gesagt, wir könnten theoretisch... Ja, ist gut. Rast aus. Wir könnten, wie gesagt, theoretisch das Let's Play sofort beenden. Aber so viel ist es dann auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, klingt das in Dormland sich ein bisschen außen vor. Alles andere möchte ich gerne noch machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Minuteman-Dinger, die möchte ich gerne machen. Gut, wenn wir enden, das war auch außen vor. Wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir wieder Dings suchen. Sonst haben wir, glaube ich, fast alles. Oh, Entschuldigung, Radfahrer habe ich immer schon gestört. Ich hasse Radfahrer, wenn die auf der Straße fahren. Fahren nicht zum Fahrradweg, Idioten. Glück gehabt. Ich finde das allgemein selber manchmal schlimm. Mit so einem, wenn die Fahrradfahrer trotz, obwohl es ein gut ausgebauten Fahrradweg, trotzdem mitten auf der Straße fahren und dann auch noch langsam. Und wenn du dann auch noch hupst und alles drumherum dran und dich auch noch blöd anmachen, dann hast du, ich habe mich vorreicht. Weißt du, als wenn du im Auto dahinter bist. Ach, schon so oft erlebe ich von die Straße hier runter. Boah, schlimm, da gibt es einen normalen Fahrradweg und die fahren trotzdem alle teilweise mit der Straße. Gerade auch Schüler zum Beispiel, wenn die dann mit zu dritt nebeneinander unbedingt fahren müssen und der eine dann auf die Straße ausweichen muss. Boah, ich finde das sowas so schlimm. Könnte ich jedes Mal austicken ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch zum Beispiel ist. Ob ihr da ruhig bleiben könnt oder aber auch sagen. Nee, da ist auf jeden Fall, da muss ich auf jeden Fall auch mal sein. Ah, look at that. You gotta love rural America. Get up and on the ground now. We have you surrounded. Make it easy on yourself. Was ist denn das? Oh, eat shit pigs. We ain't going down for this. Lass sie jetzt einfach mal so. What are you doing? Either join the party or get the hell out. We walk or everyone dies. It's that simple. Komm, wir gehen auf die Seite der Polizei. You can't. Justice. Now that's what I'm talking about. Traitor. You don't really work with that. I'll take you down with me. So. So. So, jetzt fahren wir mit einem kaputten Auto. Mit kaputten Reifen, weil einfach mal mit durch die Straße. Na, mit durch die Gegend. Eigentlich waren wir ja unterwegs was anderes. Wir wollten schön die Aktentaschen haben. Und dafür haben wir jetzt 5000 verdient. Einfach so random. Wobei mit Trevor haben wir, glaube ich, jetzt auch mehr jetzt. Nee, Trevor hat die Kohle noch nicht bekommen. Von dem Goldraubüberfall. Ich glaube, die haben die alle noch nicht bekommen. Die müssten sie eigentlich jetzt auch irgendwann überwiesen bekommen. Und damit haben wir 5000 nebenbei verdient. So, ich brauche es wieder auf die Straße, muss wieder auf die Straße zurück, weil ich brauche ein Auto. Perfekt, da ist einer. Folge ist natürlich noch nicht lang. 10 Minuten oder so, jetzt glaube ich auf die Uhr.
Also ich weiß, wann ich angefangen habe, deswegen ja, 9 bis 10 Minuten müssen wir haben. Ich würde gerne wissen, was das dieses Minuteman ist, aber ich glaube, befürchte, dass wir das tatsächlich erst in der nächsten Folge rausfinden. Ich befürchte, dass wir das echt in der nächsten Folge erst sehen. Aber wir fahren schon mal hin und dann gucken wir uns das an. Ja, hier ist der von den Lost, aber die dürften mittlerweile auch schon links wissen. Also, oh, wir haben schon so viel erlebt in GTA. So viel erlebt in GTA 5. Eines der interessantesten GTA-Let's Plays auf jeden Fall. Wie gesagt, eines der längsten auch. Ich glaube, Vice City hat dann nämlich, glaube ich, irgendwas mit 70 Folgen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das hier hat jetzt mittlerweile auch schon fast an die 90. Also das kriegen wir auch schon hin, doch klar. Wir haben ja so wie alles erlebt. Wie gesagt, ich würde gerne dieses Minuteman einfach mal angucken. Ich habe da jetzt tatsächlich gar keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, einzig Glied ist bei Jagen. Ja, ich finde das jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Aber da kann ich mir nichts vorstellen. Und dann haben wir, glaube ich, auch so weit wie so gut wie alles von der Karte abgedreht. Abgearbeitet. Ich glaube, mega viel dürfte da dann nicht mehr unterwegs, nicht mehr sein von GTA. Ich guck mal gerade. Ja gut, wir hätten Franklin hier noch eine Mission. Und da oben. Dann Franklin haben wir tatsächlich noch ein bisschen. Also da fahren wir mit nochmal mit GTA, mit Trevor die Miniman-Mini-Dinger. Die Frage ist, was ist das? Komm, wir versuchen es mal in dieser Folge schon rauszufinden. Wir haben jetzt. Die Folge ist so kurz jetzt. Wenn das jetzt eine mega kurze Mission von 1-2 Minuten ist. Ach, das sind die Dinger! Ah! Das ist die Mission, erinnert ihr euch damals? Wir haben die, wo wir die Dings, wo wir die, diese komischen Heidis da jagen mussten mit. Ein Amerika. Die zwei sind das. Гордая страна, которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus. Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on. Come on, let's go. Let's go. Get in. Get in. Komm, mach das doch, komm. Verhafte den Verdächtigen. You still got that stun gun? Oh, good man. Always prepared. Oh, oh, the depth's all troll for 500. Das kriegen wir mit dem Auto hin. Hau doch mit deiner scheiß Karre. You'll forgive my use of Spanish. You do know what that means, right? You spout all this hippie nonsense, but I know you're a patriot, Trevor. I can just tell by. Ja, mir gut geübt mit dem Fahrradfahrer jagen. Shadow economy. Okay, get me in close so I can incapacitate him humanely. This is a citizen's arrest. This is way insane. Fun, isn't it? And completely humane. So, jetzt mit dem aufstehen. Na komm, geht's Wasser, geht's Auto. Oh, you're a natural. Entschuldigung, ich hab da grad ein bisschen Laune an dem Ding. Not a half measures guy, are you? I love it. Na komm, einer, komm, jetzt lass uns einsteigen. Damit ist das Thema gegessen. Da geht das Grenzschutzfahrzeug. Ach, wir müssen den auch noch fahren. Okay. Ich dachte, wir müssen den jetzt. Good work, boys. Moment, was? We got reports of more illegals working over there. Ach so, der soll da. Der soll da arbeiten oder wollen die den jetzt quasi eingießen? Oh, da bin ich gespannt drauf. This is my home. I have my papers right here. Oh yeah? Well, let me see that.
Бог выскочили. You won't get away with this. I report you. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuckwit. How'd you get your hands on this patrol car? I'm a proud park ranger, my friend, a trained security professional. There on the back. Step on it, Trevor. Granted admission of guilt if I ever saw one. Probably cartel members or child molesters. Haven't you got anything better to do? Das mit dem Auto gegen Motocross, Mike? No. We're just stepping in where the government has failed. I'm a big supporter of President Lawton, but he's gone soft on the key issues. Everyone's so damn worried about the Hispanic vote these days. I voted for Lawton, you freak. Well, you say anything, won't you, freak? Один нелегал на земле. We'll come back for him. Don't let the other one get away. Okay. Got it, beauty. Civil book. So. Na komm, geh steigen ein. Der andere, der müsste da irgendwo noch liegen. Okay, okay. Let's go, buddy. You come with us. Yeah, yeah, underlay, underlay. Come on, move. In the vehicle, now. I said move or I will zap you again. I'm getting in, okay? Crazy assholes. All right, fellas. Let's go back for the other one. So, sammle den anderen Verdächtigen auf. Das machen wir noch. Ja, dann haben wir doch schon mehr etwas Folgen an die 20 Minuten gehabt, die ich eigentlich schon auch machen wollte. 15 bis 20 Minuten sollte reichen. Ich habe eine Familie. Well, that ain't my problem, sir. You've outstayed your generous welcome offer to you by these here United States. What? I have a visa. It's in my passport at my house. Ты арестован за преступление против демократии. What? Go, car, go now. Okay, Jesus. Двигай, или я тебя заставлю двигаться. Go, 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 fucker, go. Take it easy, I'm going, I'm going. Warte auf, Josef. Well, good work, everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. So I just get left here? We made Uncle Sam proud today. Ja, gut, dass wir da das Bike irgendwo noch liegen haben. Warte mal, was ist denn das? Tja. Ich dachte, wir hätten noch das Motorrad irgendwo liegen. Gut, ein amerikanischer Gruß. Wunderbar. Treffer versenkt, 41 Sekunden, Doppeltreffer versenkt, 54, okay. Schock und Schauer. Jo, 84% haben wir mal geschafft. Gut, dann würde ich sagen, wenn wir hier Feierabend, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder bei Let's Play GTA. Und was machen wir denn als nächstes? Da wir schon mal hier oben sind, würde ich sagen, ja, wir haben würde ich ja wie gesagt außen vor lassen, genauso wie Dings. Das heißt, wir würden dann noch auf Trevor, auf Dings switchen wahrscheinlich. Oder haben wir noch irgendwo was, was Interessantes? Nö, ne? Da gehen wir mal auf Franklin. Lass mal Trevor mal außen vor und gehen auf Franklin. Weil Trevor hat eigentlich nur noch Mary Ann vor und sich und Cleet das halt. So. This motherfucker clean. Ja, wunderbar. Gut. Der nächste Teil mit Franklin. Würde ich sagen, machen wir als nächstes Beverly, aber das machen wir, wie gesagt, im nächsten Part, weil Let's Play GTA 5.